Es ist August 1919, der erste Friedenssommer nach 4 Jahren Weltkrieg. Die Hauslehrerin auf Schloss Lautlingen will mit den Kindern nicht allzu streng sein. Keine Hausaufgaben, heißt es. Dafür soll jeder ein Gedicht auswendig lernen. Klaus, der jüngste der 3 Brüder, entscheidet sich für den Belsazar von Heinrich Heine. Die Mitternacht zog näher schon. In stummer Ruhe lag Babylon. Nur oben in des Königs Schloss, da flackert's, da lärmt des Königs Tross. Des Königs Wangen leuchten Glut, im Wein erwuchs ihm kecker Mut. Jehova, dir künd ich auf ewig hohn, ich bin der König von Babylon. Doch kaum das grause Wort verklang, dem König ward's heimlich im Busen bang. Und sieh, an weißer Wand, da kam's hervor wie Menschenhand. Und schrieb an weißer Wand, Buchstaben von Feuer, und verschwand. Die Magier kamen, doch keiner verstand zu deuten die Flammenschrift an der Wand. Belsazar ward aber in selbiger Nacht von seinen Knechten umgebracht. Die Zeit der Könige ist mit dem Ersten Weltkrieg zu Ende gegangen. Klaus Schenk Graf von Stauffenberg und seine älteren Brüder, die Zwillinge Berthold und Alexander, sind bitter enttäuscht, als Wilhelm von Württemberg abdankt. Der Vater, einst Hofmarschall im Stuttgarter Schloss, bezeichnet die neue Regierung als Lumpenpack. Klaus richtet sich im Eckturm des Schlosses eine Studierstube ein, Tisch, Stuhl und Feldbett. Dort liest er Cicero und die Schriftsteller des Altertums. Nicht das gemeine Volk, sondern die besten und klügsten Männer sollen den Staat regieren. Dieser Gedanke wird ihn nicht mehr loslassen. Die 20er Jahre in Deutschland, die Jahre der Weimarer Republik. Der Kaiser ist abgeschafft. Und eine neue Autorität ist noch nicht in Sicht. Die Reichen werden reicher, die Armen immer ärmer. Und die sozialen Spannungen steigen. Das Volk probt zum ersten Mal die Demokratie. Im Parlament, vor allem aber auf der Straße. Nur Niedere herrschen noch. Die Edlen starben. Verschwemmt ist Glaube. Und verdorrt ist Liebe. Wie flüchten wir aus dem verwesten Ball? Diese Zeilen stammen von dem Dichter Stefan George. Er träumt von einem neuen, edlen Deutschland. In den Stauffenbergs sieht er sein Ideal verkörpert. Als vermeintliche Nachfahren der Staufer nimmt er sie in seinen elitären Geheimbund auf. Seine eigentümliche Schreibweise ohne Großbuchstaben, Punkt und Komma werden sie ihr Leben lang beibehalten. Von den Nationalsozialisten wird sich George später distanzieren. Und doch leistet er ihnen unfreiwillig Vorschub. Mit seiner Vision vom 1000-jährigen Reich, mit seinem Glauben an Deutschlands Weltsendung und an auserwählte Führer, die diesen Staat erbauen würden. Ich will einmal bauen. Baumeister werden, hatte Klaus von Stauffenberg einst in einem Schulaufsatz geschrieben. Ich will dabei meine eigenen Gedanken in den Bau legen, aber ganz untergeordnet unter das Erlebnis vom Deutschtum, so dass jeder Bau gewissermaßen einen Tempel darstellt, der dem deutschen Volk und Vaterland geweiht ist. Stauffenberg macht Abitur. Doch zur Überraschung aller wird er nicht Architekt, sondern Soldat. Fast alle Fotografien zeigen ihn von nun an in Uniform.
Rasch macht er Karriere und wird zu einem der fähigsten Organisatoren der Wehrmacht. Von der Weimarer Republik hält er nicht viel. Die Parteien sind in seinen Augen zu schwach, um das neue Deutschland zu begründen. Darum stimmt er für Adolf Hitler als Reichskanzler. Stauffenberg billigt die Idee des Nationalsozialismus, empfindet aber Abscheu vor denen, die ihn gewaltsam in die Tat umsetzen. Zu keiner Zeit wird er in die Partei eintreten. Er hält Hitler für einen Kleinbürger, dessen Untertan er schon aus Familientradition nicht sein könne. Doch als der Krieg beginnt, muss er sich korrigieren. In Hitlers Nähe werde man zu schöpferischem Denken angeregt. Er habe ein sicheres Gespür für Militärisches und wörtlich: Der Vater dieses Mannes war kein Kleinbürger. Der Vater dieses Mannes ist der Krieg. Beim Ausbruch des Ersten Weltkriegs hatte die drei Stauffenberg-Söhne ein solcher Enthusiasmus ergriffen, dass Klaus eines Morgens schluchzend klagte: Die Brüder sagten, in 10 Jahren dürften sie in den Krieg und er dürfe nicht mit. Die Mutter musste ihn lange beruhigen und versprechen, dass sie heldisch sein und alle ihre Buben ziehen lassen werde. ...1941 befiehlt Hitler den Angriff auf Russland. Hunderttausende schickt er ohne Winterbekleidung nach Moskau und Stalingrad. Kritik wird laut an der maßlosen Kriegsführung, worauf Hitler den militärischen Oberbefehl an sich reißt. Stauffenberg sieht darin zunächst eine herrische Tat. Doch bald kann auch er nicht mehr die Augen verschließen vor dem Größenwahn des Führers. Bei Gesprächen mit Offizieren drängt er offen und immer heftiger auf Hitlers Ermordung. Doch er erntet nur Angst und Ignoranz. Es gibt nur eine Lösung. Sie heißt töten. Aber die Kerle haben ja die Hosen voll oder Stroh im Kopf. Sie wollen nicht. Stauffenberg wird nach Afrika versetzt, an die Front. Seine Freunde sind beruhigt. Durch seine Ungeduld hatte er alle in größte Gefahr gebracht. Doch dann scheint auf einmal alles verloren. Auf einer Fahrt durch die Wüste gerät Stauffenberg in einen englischen Tieffliegerangriff. Er verliert das linke Auge, die rechte Hand und 2 Finger der linken und kehrt nach Deutschland in den Generalstab zurück. Aber sein Zustand entmutigt ihn nicht. Auf seine Freunde wirkt er wie ein Mensch, der die Aufgabe seines Lebens vor sich sieht. Es ist Zeit, dass jetzt etwas getan wird. Derjenige allerdings, der etwas zu tun wagt, muss sich bewusst sein, dass er wohl als Verräter in die deutsche Geschichte eingehen wird. Unterlässt er jedoch die Tat, dann wäre er ein Verräter vor seinem eigenen Gewissen. Versuche, Hitler zu beseitigen, hatte es früher schon gegeben. 1938, als die Kriegshetze der Nazis immer deutlicher wurde, hatte Generaloberst Ludwig Beck bereits einen Putsch geplant. Doch nach dem Münchner Abkommen schien der Frieden gesichert und ein Staatsstreich überflüssig. Im November 1939 verlässt Hitler nach einer Rede den Münchner Bürgerbräukeller. Wenige Minuten später explodiert die Bombe des Tischlers Johann Georg Elser. Elser wird kurz vor Kriegsende hingerichtet. 1943 schmuggelt man eine Bombe in die Maschine, mit der Hitler von Russland nach Hause fliegt. Wegen der Kälte zündet sie aber nicht. Bei einer Ausstellung im Berliner Zeughaus will sich ein Oberst zusammen mit Hitler in die Luft sprengen. Der Zeitzünder steht auf 10 Minuten. Doch schon nach 5 Minuten wird Hitler das Zeughaus wieder verlassen. Als sich der Generalstab Hitlers am 20. Juli im Führerhauptquartier versammelt, präpariert Stauffenberg in einem Nebenraum die Bombe. Als letzter kommt er in die Lagebesprechung. Er stellt die Aktentasche mit der Bombe neben Hitler ab und verabschiedet sich unter einem Vorwand. Doch die Tasche steht im Weg. Jemand schiebt sie ein paar Meter nach rechts unter die schwere Tischplatte. Unmittelbar darauf kommt es zur Explosion. Im Wegfahren sieht Stauffenberg, wie sie Hitler auf einer Bahre heraustragen. Doch der Tote ist nur mit Hitlers Mantel bedeckt.
Von seinem Büro in der Berliner Bendlerstraße will Stauffenberg den Umsturz organisieren. Seine Mitverschwörer zögern und wollen Gewissheit, dass Hitler wirklich tot ist. Doch Hitler lebt. Wenige Stunden nach dem Anschlag empfängt er den italienischen Diktator Benito Mussolini. In Berlin bricht Panik aus. Stauffenberg organisiert und telefoniert unermüdlich. Doch die Fäden gleiten ihm aus der Hand. Seine Vertrauten lassen ihn im Stich. Um Mitternacht verkündet Generaloberst Fromm ein Standgericht und verurteilt Stauffenberg und drei weitere Offiziere zum Tode. Berthold von Stauffenberg, ebenfalls in den Aufstand verwickelt, muss mit ansehen, wie man seinen Bruder in den Hof hinunterführt. Zur Exekution. Die Hauslehrerin von Klaus erinnert sich später, wie ihr das Kind einmal einen recht unkindlichen Gedanken anvertraut hatte. Wenn ich an die Ewigkeit denke, werde ich immer traurig. Und zwar bei der Verflossenen, aber noch viel mehr bei der, die vor einem liegt, weil die einen selbst angeht. Ewigkeit kann man eben nicht denken. Es lebe das heilige Deutschland, sollen Stauffenbergs letzte Worte gewesen sein. Die Familie kommt in Sippenhaft. 3 Wochen später wird Berthold hingerichtet. Nun kann Hitler gegen die Aristokraten der Wehrmacht rücksichtslos wüten. Es folgen die Schauprozesse des Volksgerichtshofs unter seinem Präsidenten Roland Freisler. Im Angesicht des Todes verlässt viele der Mut, sich zu ihrer Tat zu bekennen. Einer der Verschwörer fährt dem Präsidenten jedoch über den Mund. Sie schweigen jetzt, Herr Freisler, denn heute geht es um meinen Kopf. In einem Jahr wird es um Ihren gehen. Es wird kein Jahr mehr dauern. Und doch dauert es viel zu lang. Denn in den letzten 9 Monaten des totalen Kriegs sterben mehr Menschen in den Städten, in den KZs und an der Front, als in den Jahren zuvor. Im April 1945 liegt wieder ein toter Hitler auf der Bahre, von russischen Soldaten erschossen und den Augen der Welt präsentiert. Doch auch diesmal ist es ein anderer, ein deutscher Soldat, der Hitler ähnlich sieht. Hitler selbst ist in seinem Bunker bis zur Unkenntlichkeit verbrannt. Der das Ziel so vieler Verschwörungen und Attentate war, hatte seinem Leben selbst ein Ende gesetzt. So spät und so schmerzlos es ging.